Wir sind jetzt in Kyoto an der Nichijoji Station und wir fahren heute nach Osaka für einen Tag. Und zwar werden wir uns das Kassel angucken und Okonomiyaki essen. Und ich freue mich schon sehr darauf, Okonomiyaki zu essen. Das ist nämlich eine Spezialität in Osaka. Und ich meine, ich könnte es auch bei mir zu Hause in Kofu essen, aber wenn ich die Möglichkeit habe, nach Osaka zu fahren, dann werde ich das da probieren. Und auf geht's. Osaka ist irgendwie übrigens nicht so hübsch wie Kyoto, finde ich. Gibt mehr Hochhäuser und weniger hübsche Gebäude irgendwie. So, wir sind jetzt hier am Schloss angekommen, aber wir dürfen jetzt hier erstmal anstehen, weil... Da klingelt ein Telefon. Weil hier sehr viele Leute scheinbar rein wollen. Okonomiyaki essen gehen, aber in Japan muss man immer sehr spontan sein, was Essen angeht, denn das Restaurant, wo wir hingehen wollten, macht erst 17 Uhr auf und jetzt ist es irgendwie kurz vor 3 oder so. Und da wir Hunger hatten, haben wir uns jetzt im Kombini ein paar Burger geholt und die essen wir. Jetzt gibt's Okonomiyaki! Okay. Hier sieht ihr so ein Osaka-Set, wo halt mehrere Spezialitäten drin sind und das werden wir wahrscheinlich einfach nehmen. Weil dann müssen wir uns nicht entscheiden und dann nehmen wir wahrscheinlich nichts, was nicht so geil ist oder so. Auch so direkt am Tisch auf dieser heißen Platte zubereitet haben und man das sozusagen direkt mitverfolgen konnte. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr lecker. Was hältst du davon? Ich fand es auch sehr lecker, auch wegen des auf dem Tisch grillen quasi. Und der Style, wie es zubereitet wurde, erst Salat, dann nochmal umdrehen, dann wieder umdrehen und dann die Soße drauf. Das war schon was. Und zwar am Ende nur ein bisschen viel für zwei Personen, also falls dir mal die Gelegenheit kommt, das zu bestellen, dann seid lieber drei Personen. Wir sind jetzt wieder in Nichijoji an der Station angekommen, wo wir heute früh losgefahren sind. Und wir gehen jetzt noch was zu essen kaufen und dann schneiden und schlafen. Also dann, bis zum nächsten Video. Ja. Ich hab 150. Das wird direkt gerückt.